Ein anderes Boot. Verlassen wir die Ostsee. Atlantiküberquerung. Das Boot in Brand setzen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben unter dem 100. Video gefragt, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt, was ihr für Fragen habt, was ihr an Bord gezeigt haben wollt. Und das alles nehmen wir uns heute vor. Die erste Frage war, wo, wann und wie machen wir unser Boot winterfest? Hier in Rostock mit Antifreeze natürlich und ja, irgendwann diese Woche, weil nächste Woche verlassen wir das Schiff und fahren über Weihnachten nach Oldenburg. Also wenn ihr das Video seht, sind wir wahrscheinlich schon in der Heimat. Aber jetzt gehen wir erstmal an Bord, denn es ist heute super, super kalt und es regnet auch ein bisschen. Guten Morgen auch von mir. Die zweite Frage war, wie wir unsere Turns planen. Das zeigen wir euch jetzt. Oh nice, der Wind passt voll gut. Ey Anna, guten Morgen, steh mal auf. Hey. Der Wind passt voll gut. Wollen wir weiterfahren? Auf jeden Fall. Also natürlich gucken wir ein bisschen, wie lange wir für die Strecken brauchen, wie lange das Windfenster gut ist. Aber tatsächlich sind wir ja nur bisher in der Ostsee unterwegs. Haben da jetzt nicht so viel Stress mit langen Strecken und langer Planung. Und Tiden und so auch nicht. Also eigentlich halten wir uns eher an den Wind und dann gibt es eh genug Häfen in die Richtung, wo der Wind halt uns hinbläst. Das ist unsere Turnplanung, also nicht so spektakulär. Wir machen das wie alles sehr spontan und flexibel. Ja. Aber wir wissen auch, dass wenn wir andere Strecken fahren, das natürlich auch anders machen müssen. Bei der Strecke, wo wir quer durch die Ostsee gefahren sind, da auf Höhe von Estland, wo wir 2 Nächte unterwegs waren, da haben wir auch eine Woche vorher schon nach dem Windfenster geguckt und wie sich das verschiebt, ob das so bleibt und so. Und das haben wir dann auch nicht mit Windfinder gemacht, sondern mit SMAI am Laptop und ein bisschen mehr mit einberechnet. Aber viel mehr ist das nicht. Dadurch, dass wir halt immer hinfahren können, wo wir wollen und keinen Zeitstress haben und sowieso jeden Tag den Wind beobachten, kann man sich halt da einfach ein bisschen anpassen. Und sonst sagen wir einfach, heute bleiben wir hier. Die nächste Frage war, ob wir uns ein anderes Boot vorstellen können, ob wir uns konkret schon Pläne machen, was für ein Schiff wir haben wollen oder ob wir uns gar nicht von dem jetzigen Schiff trennen möchten. Und genau das ist der Punkt. Also ich möchte mich nicht von hier von Nelly trennen. So ein Boot hat ja auch eine Seele und ja, man freundet sich an, man. Ja, das ist ja so das kleine Zuhause und so. Ich meine, das ist, ja, safe. Das ist eine ganz andere Verbindung als jetzt irgendwie zu einer Wohnung oder so, glaube ich. Also, nee, ich möchte sie nicht hergeben. Ich auch nicht. Außer es kommt jetzt keine Ahnung was für ein Schlitten vorbei und der wird uns irgendwie preisgünstig angeboten. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Die nächste Frage ist, was wir eigentlich so machen, wenn wir gerade mal nicht segeln. Das sieht meistens dann so aus. Oder so. Oder so. Oder so. Ey, Rainer, du schaffst das morgen. Wir glauben an dich. Mach dir keinen Kopf, wenn du nicht anspringst. Wir sind dann auch überhaupt nicht böse. Aber du packst das. Oder so. Oder so. Ja, hi Mama, wir hatten heute einen richtig guten Turn. Wie sieht's bei euch? Leute, eigentlich wollen wir das durchziehen mit dem Schauspiel, aber das kriegen wir einfach nicht hin. Das ist viel zu lustig. Was ist da eigentlich hinter dir? Unser Adventskalender von Koro. Ich bin schon gespannt, wenn endlich der 1. Dezember ist, können wir loslegen. By the way, mit dem Code BOATLIFE kriegt ihr 5% auf euren Einkauf bei Koro. Also checkt das mal aus. Die sponsern uns und unsere Reise mit Lebensmitteln. Wir freuen uns sehr drüber. Und da sind halt auch solche geilen Sachen dabei. Ne? Nicht nur irgendwie Nudeln oder sowas. Oder Mandelmus. Okay. Ihr habt gefragt, ob unser Boot wie eine Jolle kentert. Nein, natürlich nicht. Wir haben zwar ein Schwert, aber wir haben auch jede Menge Ballast. Und der liegt bei uns nicht wie bei anderen Schiffen im Kiel, sondern in der Bodenplatte des Schiffes. Also, wir kränken zwar früher, weil der Ballast einfach höher liegt, aber damit kommen wir klar und haben uns auch schon voll dran gewöhnt. Eine der meistgestelltesten Fragen war, oder eine der meistgestelltesten Bitten, ob wir mehr An- und Ablegemanöver, so wie andere Segelmanöver, zeigen können. Wir dachten immer, das hätten wir schon zu Genüge getan und irgendwann wird es ja auch langweilig, wenn man das 5. Mal ein Ablegemanöver zeigt.
Aber ihr wollt das so, das werden wir dann auf jeden Fall wieder machen. Wir verlinken euch aber auch hier mal die Videos, wo das drin vorkommt. Also wir haben das schon echt zu Genüge gemacht. Und auch unter Segeln. Ablegen. Ja, genau. Auch unter Segeln. Und die zweite Frage direkt hinterher. Und die zweite Frage direkt hinterher, welche Projekte haben wir so im Winter geplant? Das würde hier jetzt echt den Rahmen sprengen, weil wir haben eine super lange Liste. Dazu kommt einfach ein extra Video, wo wir euch alle Punkte vorlesen. Eine weitere Frage war, was es für ein Ofen bei uns an Bord ist und ob wir da nicht mal die Segel mit abfackeln bzw. Angst haben, dass wir irgendwie das Boot in Brand setzen. Marlene macht den jetzt mal für euch an. Den guten, der ist nämlich selbst geschweißt von Opa Heiko. Genau, das haben auch viele gefragt, wo die den kaufen können und so, aber der ist selbst geschweißt von Heiko, angepasst Einbau. An dieses Boot. Und dann geht der da oben durchs Deck und dann haben wir da oben nochmal einen Schornstein. Und hier kann man die Luftzufuhr regeln, hier unten. Und hier ist noch so ein Blech, das kann man auf oder so halb schließen. Und hier kannst du großes Holz reinmachen. Was macht denn jetzt mal an? Ja, jedenfalls haben wir noch nie irgendwas damit angekokelt oder abgefackelt. Die Segel sehen noch so aus wie vorher, obwohl die sehr in der Nähe vom Schornstein sind. Und mein Opa, der ja schon über 10 Jahre mit dem Boot segelt oder gesegelt ist, hatte auch nie Probleme oder irgendwelche Brandlöcher oder sonstiges. Wir freuen uns einfach nur jedes Mal über den Geruch und über die Wärme. Jetzt habe ich jetzt mal ein kleines Feuer da gemacht. Mit ein bisschen alter Pappe und so kleinen Steckern. Das kleine Anzündholz haben wir in so einer Tüte, das ist hier verstaut. Das große Holz ist dann hier drin. Ja, mal gucken, ob es geht. Die kommt als nächstes rein, dann arbeite ich mich von der Größe her immer so weiter hoch. Und der läuft, glaube ich, mittlerweile auch richtig gut. Yes. Ja, und dann kam noch die Frage, ob das irgendwie mit Kondensfeuchtigkeit irgendwie feuchter ist, die Wärme oder so. Aber das ist einfach viel, viel trockener. Das trocknet immer das ganze Boot. Das ist die einzige Möglichkeit bei uns, wenn unsere Decken irgendwie nass sind, weil die an der Wand liegen oder so, dann ist das einfach mit dem Ofen die einzige Möglichkeit, die Sachen zu trocknen. Also mit einem Heizlüfter kriegt man das nicht hin, mit einer Dieselheizung kriegt man das nicht hin. Auf jeden Fall nicht so gut. Also hier brauche ich einfach nur hier kurz eine nasse Socke ranhängen, die ist nach 2 Minuten trocken. Und das ist schon krass. Nächste Frage. Wie wäre es mal mit einer Atlantiküberquerung? Kann man machen, muss man aber nicht machen. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, erstmal die europäischen Gewässer zu besegeln, weil es uns einfach mehr interessiert momentan. Aber falls noch jemand eine Crew braucht für eine Atlantiküberquerung, Marlene wäre sofort am Start, hat sie gesagt. Yes, meldet euch per E-Mail am besten. Meldet euch. Der Ofen läuft jetzt so richtig, der kommt so richtig in Gang und jetzt wollen wir uns gleich nochmal draußen den Qualm angucken, damit ihr auch seht, wie der sich so verhält. Es ist so kalt draußen, ja. Hier ist der Qualm so gut wie gar nicht und hier ist es auch so gut wie gar nicht warm, also. Seht ihr das? Man sieht gar nichts. Hier ist es richtig kalt, da können wir es anfassen. Ja. Ja, und dann seht ihr auch, da ist unser und Baum. Der Baum ist hier auf der Höhe und das Segel hängt dann hier und da passiert einfach so gar nichts. Das Einzige ist, dass es hier so ein bisschen schmuddelig aussieht, aber das geht auch nicht mehr weg, oder? Nee. Ja, zur nächsten Frage. Viele haben uns gefragt, was mit dem Catch-and-Lift-System ist, warum wir das in diesem Jahr nicht vorgeführt haben. Wir wollten es wirklich gerne, glaubt uns das. Allerdings muss man da so ein paar Rahmenbedingungen beachten. Zum Beispiel, zweites Schiff. Also, wenn wir das mit unserem Schiff testen, wäre ein zweites Schiff gut, einfach aus Sicherheitsgründen, was dann im Notfall irgendwie eingreifen kann. Dann eine dritte Person an Bord, die filmt, weil wenn eine von uns das Manöver fährt, die andere im Wasser ist. Und ihr euch wünscht, dass wir euch dabei mitnehmen, dann wird das nicht klappen. Wird es schwierig so, weil wir können zwar das ganze Boot irgendwie mit GoPros ausstatten, aber ich weiß nicht, ob man dann so genau alles so mitbekommt. Cool. Und im Norden haben die Wassertemperaturen nicht immer gestimmt, also da war ja nur ein kleines Zeitfenster, in dem es einfach richtig warm war und es wurde dann auch relativ schnell wieder kalt, ne? Und ich möchte dann nicht im Wasser rumschwabbeln. Kommt vielleicht nächstes Jahr. Catch and Lift hätte uns dafür ein Probeset geschickt. Ja, und das hat alles einfach aus organisatorischen Gründen noch nicht geklappt. Okay, wir gehen rein, es ist kalt. Ja. Nächste Frage, da ihr seht den Qualm nur ganz, ganz leicht. Es ist kalt, ist die Frage. Die nächste Frage ist,
ob wir mittlerweile alles an Navigation und so elektronisch machen oder ob wir noch Übersegler haben, Papierkarten, Hafenhandbücher. Wir haben ein dickes Ostsee-Segelbuch, aber das meiste machen wir tatsächlich elektronisch mit Hilfe von Google Maps und Navionics. Wir wissen aber auch, wenn das mal ausfällt, unser Plotter oder so, dann haben wir auf jeden Fall noch zwei Handys, wo Navionics drauf sind und zwei iPads, die wir geschenkt bekommen haben. Also ganz alte, aber das funktioniert auf jeden Fall noch. Und natürlich haben wir auch noch Papierkarten dabei, aber es ist einfach deutlich bequemer. Wir beherrschen das, aber wir machen das eigentlich nicht mehr. Dann habt ihr euch bzw. uns gefragt, wie wir eigentlich duschen, beziehungsweise ob wir jeden Tag ins Wasser springen. Aber im Winter ist es ein bisschen schwierig, auch wenn wir es gerne würden. Die Temperaturen sind uns aber dann doch ein bisschen zu kalt. Das heißt, wir haben eine Dusche an Bord. Das ist eigentlich der Wasserhahn, wie man sieht. Eigentlich der Wasserhahn. Und dann muss man ihn so halten, so machen. Und dann haben wir eine Bildpumpe hier unten unter dem Duschboden. Aber wir haben, und das haben wir eigentlich letztes Jahr fast nur gemacht, auch ganz normale Eimer an Bord. Und da kann man sich dann so die Pütz über den Kopf gießen. Das machen wir auch sehr oft. Im Sommer schwimmen. Und in ganz vielen Häfen sind natürlich Sanitäranlagen. Also wirklich ganz normale Duschen, wie in jedem Haus vorhanden. Und das nutzen wir natürlich auch, wenn es vorhanden ist. Und das Winterlager, also den Winterliegeplatz, suchen wir uns eigentlich auch immer danach aus. Also letztes Jahr hatten wir Top-Duschen in Malmö, hier haben wir Top-Duschen in Rostock. Gar kein Problem. Man muss nur hinlaufen. Und wir haben auch noch eine Heckdusche, die zeige ich euch auch mal. Ich glaube, die hat man noch nie gesehen in dem Video. Und die ist dir. Die kann man dann so rausziehen. Wir mussten die jetzt anknoten, weil das Ding da kaputt ist, diese Halterung. Und dann kannst du die rausziehen und mit kaltem Wasser duschen. Mit warm, also an dem Boiler haben wir das leider nicht geschlossen. Es ist aber ein Projekt für den Winter. So. Zweifel denn da mal liegen. Nächste Frage. Das Wasser auf unserem kleinen Ofenherd kocht auch schon. Das heißt, jetzt ist erstmal ein Tee oder ein Kaffee drin. Ja, safe. So, was ist die nächste Frage? Willst du die vorlesen? Ich glaub, ja, die ist sehr lang. Wie schafft ihr es nun schon seit Jahren auf so wohlwollende Art und Weise miteinander zu leben? Und wo sind bei Anna und Marlene die Unterschiede zwischen Anna und Marlene? Mich würde interessieren, wie ihr in der relativen Enge ohne Frust aufeinander trefft und über die Zeit kommt. Ja, ich würde mal behaupten, es geht nicht darum, sich zu streiten, sondern dass man sich halt vernünftig miteinander auseinandersetzt und halt auch wieder verträgt. Und Unterschiede zwischen uns beiden, die haben wir eigentlich so mehr oder weniger mal in dem Video klargestellt. Die 50 Fakten über uns verlinken wir euch hier. Solltet ihr mal auschecken. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Video. Die Rückmeldung darauf war ganz gut, weil da haben wir gegenseitig 25 Fakten über uns rausgeschrieben. Ein sehr persönliches Video, aber noch persönlicher wird es im Buch. Das heißt, checkt es auch mal aus. Gibt es überall zu bestellen. Zwei Mädels, ein Boot, kein Plan. Da werden, glaube ich, auch alle Unterschiede ziemlich deutlich klar. Hier wird Holz nachgelegt. Marlene, kannst du mal eben die nächste Frage erzählen? Ja, die nächste Frage ist, ob wir mal irgendwie so einen Knotenkurs oder so mit euch machen können. Weil uns gucken ja auch irgendwie viele Anfänger zu. Das waren wir ja auch mal. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht im Winter, wenn wir mega viel Langeweile haben, so einen Knotenkurs machen. Also, dass ganz viele Videos kommen, die einfach nur eine Minute lang gehen, wo wir jeden Knoten einmal machen, den wir beherrschen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr euch das wünscht. Und ich wünsche mir das. Zu Weihnachten? Ja. Jetzt lege ich einmal Holz nach. Willst du einmal mit rein, Lucia? Das sieht schon gut aus. Ist halt auch sehr windig, das merkt man dann immer sofort. Weil es ziemlich heiß wird, ne? Ja. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Ja, kann man alles verriegeln. Hier habe ich jetzt schon die Hälfte zugemacht und hier unten auch fast ganz zu. Wie wäre es, wenn wir mal an einer Regatta teilnehmen, Marlene? Also ich glaube, Marlene hätte richtig Bock drauf. Die ist ja sehr ehrgeizig und ja auch im Leistungssport aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich das haben muss. Also ich hätte schon Bock drauf, aber dann auch nicht mit diesem Schiff, sondern mit einem schnellen Boot, damit man auch ein Erfolgserlebnis hat. Ach so, ja, safe. Nein, ich meine. Weil Evandeli ist ja schon eine gemütlichere Lady. Wir wollen dann auch ein bisschen was reißen, oder? Ja. Und nicht die Verantwortung fürs Schiff haben. Die nächste Frage, geht's mal wieder in die Toilette rein? Es wurde nämlich gefragt, wie unsere Toilette funktioniert. Anscheinend kennt das System nicht jeder.
Da sind drei Ventile, die sind unter Wasser. Und wenn sie da mal reinleuchten, dann sieht man das besser. Ja, nee, das sieht jetzt eh nicht so schön aus. Das riecht auch nicht so gut. Aber da wird einmal Seewasser angesaugt, indem ich so mache. Sieht man dann auch. Ja, und damit ist das Thema eigentlich erledigt. Wenn ich den Hebel hier nach hinten mache, dann sauge ich nur ab, was in der Toilette ist. Und hiermit so sauge ich neues Wasser nach. Und hier direkt in der Bugskiste ist ein 40 Liter Fäkalientank, sodass das nicht direkt im Meer landet, wenn gerade welche schwimmen oder wir Nachbarn haben oder man im Hafen ist. Ja, das ist sehr, sehr praktisch. Und Toilettenpapier? Ja, wir benutzen ja kein Toilettenpapier. Wir finden das uncool, wenn man das einfach so da reinschmeißt. Und nicht so hygienisch, wenn man das aber irgendwie in den Beutel schmeißt oder so. Finden wir alles nicht so cool. Hygienischer ist sowieso die Po-Dusche. Auch als wir noch nicht auf dem Boot gewohnt haben, informiert euch darüber. Ihr findet das bestimmt jetzt komisch, aber es ist so null. Es ist deutlich hygienischer, als das mit dem Papier einfach nur zu verwischen. Checkt das mal aus. Es ist so viel besser für die Umwelt und für den kleinen Popo. Nächste Frage. Gibt es eine Winter-Video-Unterbrechung? Ja, wahrscheinlich wird es die geben. Marlene versucht, die natürlich so kurz wie möglich zu halten, aber man muss ja auch mal ein bisschen Urlaub gönnen. Ich meine, die hasselt seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren durchgehend jede Woche ein Video raus. Deshalb seht ihr das nach und guckt einfach in der Zeit unsere alten Videos. Danke, Mann. Danke. Eine sehr häufig gestellte Frage war noch, wo wir nächstes Jahr hinfahren. Das haben wir schon mal beantwortet vor, ich glaube, drittletzte Video oder so. Checkt das nochmal aus. Link ist da unten. Wir planen aber wahrscheinlich nach Norwegen. Vielleicht entscheiden wir uns aber auch noch um nach dem harten Winter hier, dass wir irgendwie ins Warme wollen, ins Mittelmeer. Aber ja, auf jeden Fall verlassen wir die Ostsee. Oben raus, Kattegat, dann Skagerrak und dann mal gucken. Next question. Macht doch mal ein Hinter-den-Kulissen-Video über die Technik, die ihr verwendet. Software, Speicherlösung, Datenlösung etc. Weißt du, wovon du gerade sprichst? Nein. Ja, ich denke mal, da wird man ein Video machen, was sie dann zu Hause in Oldenburg abdreht. Und das kommt dann irgendwann im Winter, oder? Yes, so machen wir es. Nice. Nächste Frage. Warum essen wir keinen Fisch? Das wäre doch eine super Möglichkeit zur Selbstversorgung, das stimmt. Aber ihr wisst, Fisch, Mikroplastik und so weiter ist nicht so geil. Überfischung der Weltmeere, auch kein cooles Thema. Ja, Marlene, was ist die Lösung? Pflanzen essen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich einmal in Finnland versucht habe zu angeln, irgendwann im Sommer. Weil da hatten wir noch ein Nachbarboot dabei, mit dem wir länger gereist sind, Olli. Da habe ich mal versucht zu angeln, aber ich habe halt insgeheim gehofft, dass nichts dran beißt, weil ich hätte das niemals gepackt, diesen Fisch zu töten. Deswegen lassen wir das einfach. Wir kommen gut klar. Ich meine, es gibt genug Gemüse überall, so braucht kein anderes Lebewesen drunter leiden, solange wir uns auch so ernähren können. Wie viel Frauenpower ist uns die letzten Jahre auf dem Wasser begegnet? Oder legen uns immer noch die Männer an und die Fender machen die Leinen? Die Fender? Die Frauen machen die Fender und die Leinen? Tatsächlich ist uns nicht so viel Frauenpower auf dieser Ostseetour begegnet. Die einzige Frau, die allein unterwegs war, war Antje. Grüße gehen raus. Sehr, sehr schade, würden wir uns anders wünschen und hoffen, dass wir ein bisschen Inspiration dafür leisten können. Ja, sehr oft machen die Frauen Fender und Leinen, was super schade ist. Eine Frage ist, wie wir uns gedanklich darauf vorbereitet haben, auf diese Reise zu gehen, dieses Abenteuer zu starten, was wir mit unseren Arbeitgebern abgesprochen haben, was mit unseren Familien und so. Und man muss dazu sagen, dass uns ja nicht so viel jetzt in unserer Heimat in Oldenburg und Bremen gehalten hat, weil wir hatten beide eine abgeschlossene Ausbildung. Da musste man nicht viel mit dem Arbeitgeber klären, außer dass man halt da nicht weiterarbeitet. Unseren Familien haben wir gesagt, wir sind ein Jahr weg, dann ist das Geld sowieso alle. Aber die haben mittlerweile auch gemerkt, dass wir noch ein bisschen länger unterwegs sein werden, unterwegs sein können. Das ist super cool. Noch was? Hast du dich vorbereitet, mental oder auch allgemein? Hast du dich irgendwie vorbereitet? Nee. SPDF hast du gemacht, ne? Ah ja, ich habe 2 Scheine gemacht vorher, aber sonst nichts. Also dann bist du einfach losgefahren. Einfach so. Jetzt noch? Nächste Frage war von jemandem, der 28 Jahre jung ist und uns von seinen Erfahrungen berichtet hat, dass es eben einen höheren Altersdurchschnitt in der Seglerszene gibt und es oft in Häfen, wenn man ins Gespräch kommt, nur darum geht, wie viel Seemeilen schon gesegelt hat, dass man viele Tipps bekommt, wenn man jünger ist und was man schon so für Erfahrungen gesammelt hat und was für krasse Leistungen man schon erbracht hat. Tatsächlich kennen wir das auch ein bisschen.
Wir werden oft mit Tipps überhäuft und ich glaube, viele denken, dass wir keinen Plan haben. Hatten wir am Anfang ja auch nicht und wir freuen uns wirklich über Tipps. Aber inzwischen haben wir ja schon ein bisschen Ahnung, aber oft wird auch komisch geguckt, wenn es heißt, ja, wir sind zwei Mädels an Bord. Und dann ist mir erstmal so, wow, wirklich zwei Frauen, das ist ja krass und so, wie macht ihr das? Aber hey, nur weil wir ein anderes Geschlecht haben, ist doch alles super. Und nur weil wir eine andere Altersklasse sind, heißt es ja nicht, dass man ja, weniger weiß. Also natürlich wissen wir viel, viel weniger als Leute, die seit 40 Jahren dabei sind. Aber ich finde, darum geht es überhaupt nicht beim Segeln. Es geht ja darum, dass man Spaß hat auf dem Wasser, dass man umsichtig segelt, dass man in Kommunikation ist mit anderen Seglern. Das ist auch super cool und super hilfreich und wir freuen uns immer sehr darüber. Jedenfalls ist es für uns easy. Wir haben inzwischen viele Freunde, Freunde und Bekannte, die über 40 sind. Und so kommen wir auch schon zur letzten Frage, ob wir irgendein technisches Gerät hier an Bord vermissen oder irgendwas anderes, was wir jetzt aber kennengelernt haben. Und ich glaube, das wäre auf Platz 1 auf jeden Fall der Autopilot. Wir haben jetzt ja bei der Dufour, wo wir segeln waren, checkt das Video aus, da waren wir mit Autopilot unterwegs und es war schon echt entspannt. Wir würden den aber sowieso nicht beim Segeln benutzen, nicht mal benutzen können, weil wir einfach viel zu wenig Batterieleistung haben. Aber... Und wir haben ja auch eine Windsteinanlage. Genau, aber bei Motoren, was ja schon manchmal vorkommt, alleine hier jetzt die Warnow wieder runter und hoch und so, das wäre schon nice. Also würden wir uns auf jeden Fall wünschen, oder? Ja, mal schauen, ob da im Winter was kommt, oder? Was? Alles klar, Mann. Das war es auch schon wieder mit dem Video, Leute. Schön, dass ihr dabei wart, eingeschaltet habt, bis hierher geguckt habt. Auch danke nochmal für alle eure Fragen und euer Interesse an unserer Reise. Einfach super krass. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Wir lesen übrigens wirklich jedes einzelne Kommentar. Also wir antworten. Ihr werdet alle gelesen. Ja, natürlich können wir nicht auf jedes antworten, aber wir lesen euer Feedback und so. Also schreibt weiterhin so fleißig Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Würde uns mega freuen, wenn ihr uns am Ende des Jahres nochmal so heftig supportet. Und wer uns jetzt unser Video guckt und uns immer noch nicht abonniert hat, dann tut das mal jetzt bitte. Das wäre super. Wir lieben euch alle. Bis dann. Ciao. Tschüss.